Ja, wir sind hier in der endoskopischen Abteilung des Krankenhauses Barmherzige Brüder. Hier kommen vor allem Patienten zur endoskopischen Untersuchung bei Verdacht auf Darmkrebs zu uns. Patienten kommen hier mit begründetem Verdacht, zum Beispiel bei Blutarmut oder anderen Symptomen, zur Endoskopie. Im Rahmen dieser Endoskopie kann dann die Diagnose gestellt werden. Wichtig ist aber auch, dass Patienten zur Vorsorgeuntersuchung kommen, um hier eben Darmkrebs auszuschließen bzw. Polypen nachzuweisen, diese dann abzutragen und dann im Verlauf dann Darmkrebs zu verhindern. Sie sehen hier ein klassisches Endoskop, wie wir es für die Darmspiegelung benutzen. Dieses Endoskop wird dann in den Patienten vorgeführt, in den Darm. Der Patient selbst schläft bei der gesamten Untersuchung mit einer Schlafspritze und bekommt von der Untersuchung nichts mit. Die Untersuchung ist also für den Patienten sehr komfortabel. Das Endoskop kann man sehr, sehr gut steuern mit den Rädern hier am Schaft. Es ist sehr gut abwinkelbar, sodass eben es auch problemlos in der Regel im Darm vorgeführt werden kann. Ich zeige Ihnen einmal hier am Beispiel der Hand die Auflösung des Endoskops. Wir kommen immer näher auf die Hand zu. Sie können sich dann vorstellen, wenn man im Darm die Schleimhaut mit dieser sehr, sehr guten Optik untersucht, kann man auch kleinste Veränderungen feststellen und eben auch hier ganz kleine frühe Polypen oder auch frühen Darmkrebs sehr, sehr früh diagnostizieren. Das ist das typische endoskopische Bild eines Dickdarmtumors, ein typischer Dickdarmkrebs. Sie sehen hier das endoskopische Bild des Darmes und hier sehen Sie den Dickdarmtumor, diese wulstige Schleimhaut, hier mit einer Engstelle zentral. Das ist ein ganz typisches Bild, wie wir es bei Patienten mit Dickdarmkrebs in der Endoskopie finden. Es ist wichtig, dann auch gleich in der gleichen Untersuchung eine Gewebeprobeentnahme durchzuführen, um die Diagnose auch histologisch abzusichern. Im Anschluss werden nach weiteren Untersuchungen die Patienten in der Regel dann der operativen Therapie zugeführt. Musik